Willkommen bei The Whispered World. Wir sind böse geworden. Gucken wir auch ganz böse hier. Hey. Nee. Nachdem wir uns es kommt wieder der scheiß Blitz. Ausführlichst mit Loco unterhalten im letzten Part, kommen wir dann eine Minute vorm Ende vom Part, kommen wir dann da drauf. Mein treuer Hof, dass wir seinen Namen rufen müssen. Bring dich zu mir. Ich würde mich gerne ein wenig oben umsehen. Abgelehnt. Ich lasse niemanden in die Nähe des alten Königs. Ich will mich selbst um ihn kümmern. Ich hatte mir mein Askel-Dasein spannender vorgestellt. Dann hast du nicht richtig nachgedacht. Was soll spannend daran sein, auf der Seite der Sieger zu stehen? Wir sind Askel. Nichts kann uns aus der Ruhe bringen. Ich hab... Zügle deine Fragen nicht für... Entschuldigung. Oh, komm, ey. Was ist eigentlich unser Plan? Plan? Wir brauchen keinen Plan mehr. Wir haben bereits gewonnen. Alles, was ich jetzt noch tun muss, ist, den alten König zu beseitigen. Und dann werden wir einfach alles so lassen, wie es jetzt ist. Kein Alter mehr. Keine Krankheiten. Keine Wunden. Ich werde bis in alle Ewigkeit herrschen. Was sind das für Schläuche in deinem Rücken? Die Zeit hat mir Wunden geschlagen. Der Teer des Stillstands schließt diese Wunden. Ich komme wieder zu Kräften. Bald werde ich mächtiger sein als je zuvor. Ist die Welt jetzt untergegangen? Ganz im Gegenteil. Sie ist für alle Zeit eingefroren. Der Stillstand schützt die Welt vom Verfall. Das Ende wird niemals eintreten. Meine Herrschaft ist ewig. Warum darf ich nicht nach oben? Weil der alte König sich noch immer in seinem Gemach befindet. Dann sollte ich vielleicht hochgehen und ihn gefangen nehmen? Nein, das ist zu riskant. Ich werde das selber erledigen. Der Teer macht mich unbesiegbar. Wenn ich den König erledigt habe, darfst du gehen, wohin du willst. Man muss bestimmt... Mehr will ich im Augenblick nicht wissen. Gut so. Deine Neugier ist genauso ermüdend. Wir müssen irgendwie rausfinden, wo dieser Teer fließt und dann da bestimmt das Wasser des Lebens einfüllen. Könnte ich mir jetzt vorstellen. Darf ich bitte gehen? Ich mache auch keinen Ärger. Nein, du gehörst jetzt zu uns. Dann bin ich noch immer ein Gefangener? Nenn es, wie du willst. Tatsache ist, du kämst ohnehin nicht weit. Das Land ist verwüstet. Allein der Stillstand hält diese Welt jetzt noch zusammen. Gut. Ich übe noch ein... Ja, tu aber bitte! Oh, warte, was sagt er mit dem Rülpsen? Ah, was? Ich könnte noch ein wenig weiter rülpsen. Nein, es reicht fürs Erste. Okay. Ich übe... Ja, aber bitte! Okay, schneller mit ihm. Wir sind jetzt auf derselben Seite, Ach, du liebe Zeit. Was machen wir jetzt? Wir warten, bis der Boss den alten König getötet hat. Dann ist unser Triumph endlich perfekt. Ja, das klingt super. Du würdest auch einen guten König abgeben. Du versuchst Zwietracht zu sehen. Ja, wer hätte das gedacht? Am Ende hast du doch das Zeug zum Askel. Ich würde zu gern gucken, was oben los ist. Du wirst warten müssen. Erst wenn Loco den alten König getötet hat, dürfen wir hoch. Ha, Regeln. Ein echter Askel braucht keine blöden Regeln. Richtig? Stimmt doch, oder? Oder? Man merkt, dass du noch nicht lange Askel bist. Was hat es mit diesen Schläuchen auf sich? Auf Loco lastet ein ganz besonderer Fluch. Das Verstreichen von Zeit fügt ihm Schmerzen zu. Er hat furchtbare Wunden. Aber hier kann er sich stärken. Ja. Die Flüssigkeit aus dem Brunnen ist angehaltene Zeit. Das. Sowas. Sie heilt ihn. Mir ist langweilig. Askel kennen keine Langeweile.
Das klingt doch gut. Wir genießen die Stille. Oh. Gibt es denn gar kein Siegesfest? Ein schurkisches Gelage? Askel feiert nicht. Niemals. Na, das wird ja eine richtig nette Ewigkeit, hä? Hm? Wollen wir jetzt Angst und Schrecken über das Königreich bringen? Nein. Ach komm schon, wir könnten unsere Untertanen terrorisieren. Nicht jetzt. Wollen wir nachher die Gefangenen foltern? Später vielleicht. Ich warte hier, bis Lukos Wunden sich geschlossen haben. Erst wenn er den alten König getötet hat, ist unser Sieg perfekt. Ja. Irgendwas halt. Wir Askel können ganze Winter lang untätig herumstehen. Ganze Reden macht mich durstig. Wir fallen in eine Starre. Lauern. Wir haben kein Interesse, einfach irgendwas zu tun. Oh mein Gott. Wie es scheint, müssen wir uns in alle Ewigkeit langweilen. Ja! Freut er sich. Das ist ja das Schöne am Stillstand. Okay. Mir ist das. Das klingt nichts. Oh. Mir ist. Das ist. Bis. Hier. Irgendwas Neues? Sprecher. Nein. Ja, aber bitte. Ich gehe jetzt mal. Ich versuche das jetzt mal einfach. Hier oben. Ich. Da. Hey. Hm? Scheiße, jetzt habe ich alles weggedrückt. Was er gesagt hat. Abgelehnt. Ich lasse nicht. Okay. Geh mal hier unten hin. Oh, da kommen wir sogar raus. Muss ja irgendwo weiter. Weitergehen. Was hat der denn da? Satteltasche? Flugmonster. Das kann es hochfliegen vielleicht. Oder? Was für ein grässliches Tier. Ich hoffe, ich muss nicht darauf reiten. Irgendwie auf den Kopf. Dass der den Kopf hochhält und dann kann ich hier oben drüber klettern. Hm? Was haben wir denn hier? Ja, Kuhfuß. Satteltasche. Ich verärgere dieses Monster lieber nicht. Ich will nicht als Vogelfutter enden. Hat er Satteltasche oder Flugmonster gemacht? Ich verärgere, ich will nicht als... Ich verärgere, ich will... Ich verärgere... Satteltasche. Gut. Nein, Spot, ich habe... Er wird schon ganz sicher... Nein, ich habe... Er wird schon ganz sicher... Ruhig... Ganz ruhig. Braves Flugungeheuer. Ja, geil. Nein, ich weigere mich, mit dem Ding zu fliegen. Habe ich denn nur das Wasser? Nein, das brauche ich, um den König zu heilen. Nein, das... Nein. Ups. Da macht er nix. Ich habe irgendwas übersehen. Vielleicht muss ich nochmal in Kerker gehen und Bobby reden. Oder sagen die jetzt hier irgendwas zu dem Flugmonster? Hallo nochmal. Ja. Mir ist das. Mir geht's. Oh. Nein. Oh, dieser blöde Blitz. Immer wenn du hier reinkommst, dann poppt er erstmal. Blitz. Ah! Was? Ich übe noch ein... Ja, tu das! Aber bitte! Ruhe! Boah. Back. Hey, Bobby. Lass mich... Ach, was soll ich vergessen? Die aus... Ha? Nee, das hatte ich vorhin schon, ne? Sag mal, ey, was ist denn hier für ein Back? Ich komme auch... Ich komme auch... Okay. Weg. Kette? Was habe ich denn Neues mit der Kette? Habe ich die Kette schon alles ausprobiert, oder? Wozu? Ich bin doch... Naja. Wozu? Naja. Ich könnte mal... Oh, mach doch Doppelklick. Das hier, was sagt er da? Ich will ihn nicht heilen. Ich will ihn besiegen. Ja, Blitz. Und außerdem brauche ich das Wasser für den König. Ich weiß. Nein, das braucht... Okay, das geht nicht. Das scheint mir ein solider Panzer zu sein. Dieser Brocken steht die ideale Lebensform da. Nichts kann ihm etwas anhaben. Das nennst du ideal?
Er kann sich nicht einmal mehr bewegen. Wozu soll er sich bewegen, wenn er nichts mehr braucht? Was ist das? Munition? Das ist mein Haustier Spot. Es hat einen harten Panzer. Es würde sich gut als Munition eignen. Ja! Wozu? Was denn für eine Munition? Die direkte Konfrontation, da kann ich... Gib es auf, Sedgwick! Mit deinem Kuhfuß kannst du mich nicht besiegen! Lass gefälligst die Finger... Die Versorgung... Er wird... Nein, das... Ja. Spot kann... Erst jetzt merke ich, er war immer für mich... Ach, scheiße, jetzt... Spot kann mir jetzt nicht mehr helfen. Erst jetzt merke ich, wie schlecht ich ohne ihn zurechtkomme. Er war immer für mich da. Ja, okay. Tja. Ach so, das Rote ist die Wache. Jetzt weiß ich auch schon... Das war eben der Bug, als ich vorhin war, hab ich doch gefragt, warum hier in der Ecke der rote Punkt ist. Das war die Wache da jetzt stehen. Warum löscht der Dokonisch auf? Das ist ja mal komisch. Da weiß ich aber auch schon, wo hier oben im astronomischen Turm der Typ steht. Direkt vor dem Brunnen. Da war doch auch... Oder vorne rechts vor dem Brunnen. Ja. Ja, es muss irgendwas mit diesem Flugmonster zu tun haben, aber ich weiß nicht was. Ich verärgere diese... Ich will nicht... Und das mit der Satteltasche. Ich die eigentlich nehmen? Schon gar nicht probiert. Ah, guck an. Nur so doof. Da war... Ach, scheiße. Was war da drin? Was treibst du da? Bleib von den Flugtieren fern. Ist ja schon gut. Ach, da sind wir hier hin. Hallo noch. Mir das klingt. Das ist. Was hat denn jetzt geholt? Bomben! Die direkte Konfrontation, da kann ich nur. Ich verärgere, ich will nicht. Das ist die Satteltasche? Ne, die ist noch da. Ich verärgere, ich will nicht. War das jetzt wirklich die Satteltasche? Ich verärgere. Ich... Okay. Ich probiere jetzt nochmal alles. Ich verärgere. Ich verärgere. Nein, er wird schon wieder ganz sicher. Nein. Das... Gut. Gehen wir wieder rein. Ja, klappt sehr richtig gut mit deinem scheiß Doppelblick. Oh shit, ich muss niesen. Oh! Oh, schmeiß hier fast mein Headset in die Ecke, ey. Mein Gott! Ja, Blitz. Entschuldigung. Boah! Aber bitte. Ja, weg. Bomben. Na? Die direkte. Da kann ich. Er sagt zumindest nicht schon direkt was. Was passiert jetzt? Ohne Lunte und Feuer nützen die mir gar nichts. Stahl! Lunte und Feuer. Ja, wo soll ich denn das jetzt herkriegen? No. Ich komme auch ohne seine Hilfe. Ehrlich, kommst du? Hey, Bobby. Okay. Was soll ich dir aus... Geh mal wieder zurück. Ohne Lunte und Feuer. Ohne Lunte und... Okay, Leute. Der Part ist schon wieder vorbei. Mein Gott, wie schnell der immer geht, wenn ich hier sitze. Die Viertelstunde, die fliegt immer. Bis zum nächsten Part. Ciao.